Hallöchen, ihr Lieben. Wie ihr seht, wir stehen hier vor einer verschlossenen Türe. Ihr wolltet so oft schon unser Gaming-Bereich, Zimmer, sonstiges sehen. Ich möchte euch nicht so lange auf die Folter spannen. Das machen wir heute. Ja, gibt es hier was Besonderes zu sehen? Nein. Weil alle denken so, boah, das muss so riesig sein. Ist es nicht. Wir gehen jetzt mal zusammen rein. So, wenn man die Tür öffnet, sieht man diesen Anblick. Ja, wir haben Gaming-Bereich links und Schlafbereich rechts. Schon mal das Erste, was nicht wirklich besonders ist. So, ich stehe jetzt ungefähr mittig im Zimmer. Ich drehe mich jetzt einmal. Und das wäre einmal der ganze Bereich. Ja, ihr seid immer so neugierig, aber ich frage mich auf was. Naja, gut, ich zeige es euch alles. Zum einen hätten wir hier unseren Schlafbereich. Ja, ich habe das ein bisschen versucht, schön zu machen mit Lichterketten. Das ist so ein bisschen gemütlich. Da ist ein Bild. Ja, ich zeige euch das Bild, weil da ist sie noch ganz klein. An diese Lichterketten sollen noch ein paar Fotos dran. Wie man dort sieht, ist da auch schon eins. Das ist unser Bett. Rechts ist meine Seite, links ist die von Hubi. Und wer sich jetzt fragt, was ist da drunter? Da ist mein Seitenschlafi, damit ich nicht nachts in diese Kulle rutsche, weil ich so ein bisschen tollpatschig bin. Über dem Bett hängt ein Poster von einem Shelby GT 500. Sieht man jetzt nicht so gut, weil die Lichterkette an ist. Und dort ist ein Bild, was unsere Tochter gemalt hat, da wo wir am Strand sind, da ist das Meer, wir liegen am Strand und weil wir ja momentan nicht in Urlaub fahren können. Damit ich davon träumen kann, hängt es auch über meine Seite. Ja, was ist hierzu zu sagen? Das ist unser Kleiderschrank, was ich so liebevoll auch ein bisschen dekoriert habe. Ich weiß, ich bin eine kleine Dekotante. Da sind noch mehr Bilder von uns, dort oben zwei Bambusstämme, da oben sind ein paar Bücher, Kittys, Gaming-Sachen. In diesen Kistchen da unten ist auch noch welche drin. Und habe ich ein Problem mit Handtaschen? Ja, eventuell ja. Aber nur eventuell. Das sind meine Handtaschen. Die sind auch hier alle so ein bisschen zusammengequetscht und damit ich die halt dahin machen kann. Und dort unten ist unser Reiseköfferchen mit Rucksäcken und noch so einer Tasche drin. Und das sind meine Schlummen. Nun sitze ich auf meinem Gamingstuhl und wenn ihr euch fragt, warum ist das alles so eng? Dieses Zimmer hier hatte vorher unsere Tochter und sie hat das große Schlafzimmer bekommen, wo alles super von uns reingepasst hat. Kleiderschrank, Bett, das größer als dieses war. Und Schreibtisch, Gaming-Bereich. Aber wir haben gesagt, sie hat das größere Zimmer verdient. Und da ist immer noch unser Schandfleck. Diese Taschensammlung. Hubi hasst es. Ja, das ist unser Schlafbereich zum einen. Das ist so, ist halt ein Bett, ein Kleiderschrank. Es ist funktional. Oh, wenn wir uns jetzt anfangen zu drehen, gibt es hier so schon ein paar Sachen. Das ist ein Bild, je nachdem, wie man sich dreht. Sieht man da was anderes? Das ist eine schöne Frau. Ha. Und jetzt kann man es schon leicht sehen, wir sind Nerds. Wir sind richtige Nerds, Leute. Ich habe einen Zauberstab, den von Hermine. Ja. Ich bin eine Hexe. Nein, also ich habe einen Zauberstab. Es ist geil, oder? Hier hängen noch so ein paar Sachen. Und dann geht es auch schon in unseren Gaming-Bereich. Hubi sammelt sehr gerne Schafe, wie man unschwer erkennen kann. Er liebt sie. Dann haben wir hier oben ein schönes Poster. Walking Dead, so eine Collector's Edition. Funkos. Einhörner. Hello Kitties. Unser erstes Foto als Familie mit Baby. Hier, diesen süßen Hund, den habe ich von René bekommen. Die haben wir auch noch von René bekommen. Da unten ist die Mütze vom Horst. Geil, oder? Da oben sind auch noch ein paar Sachen. Das Einhorn habe ich auch von René bekommen. Da steht sogar Nini drauf. Die Kuh und den Yoshi haben.
hat Hubi oder ich auch von einem Abonnenten bekommen. Es wird nichts weggeschmissen, das wird verwahrt. Ja, das ist auch so eine Collector's Edition von Hubi, dann. Wer kennt ihn nicht, ne? Ja. Wir haben halt sehr viele Sammelsachen und dann haben wir hier noch so Pixels. Das sind Lämpchen. Natürlich sieht man jetzt nicht so gut, dass sie leuchten. Es ist hell hier drin und ja. Aber die hat Tobi von meiner Tochter und mir zum Geburtstag bekommen. Und dann sind da oben noch mehr Funkos und natürlich noch mehr Poster. Und hier ist ein Schrank mit Dokumenten. Wie ihr seht, das ist ein Drucker. Dann ist das unsere Fenster. Auch ein bisschen dekoriert. Und dann kommen wir eigentlich schon zu unserem Herzstück, unsere PC-Ecke. Hubis PC habe ich jetzt nicht angemacht, um Gottes Willen. Da hängt noch ein Poster, dann ein schönes Bild und das sind Marvel-Figuren. Spider-Man, Captain America, Hulk, Groot, Iron Man, die ich selber aus Bügelperlen gemacht habe, Leute. Ja, ich habe sie selber aus Bügelperlen gemacht. Dann ist das eine dicke Sumeringer-Katze. Hubi hatte mir so ein Goodie-Bag bestellt. Und da war die drin. Guckt euch die mal an. Also, ich liebe es sehr, ne? Die erinnert mich so an mich. Das ist eine Sumeringer-Katze. Geil. Das ist Hubis Bereich mit Hubis Stuhl. Das ist sein Heiligtum. Und das ist mein Bereich. Das ist ein geiler Gaming-Tisch. Die ganze Oberfläche besteht aus einem Mauspad. Es ist geil. Es sammelt sich zwar gerne Staub drauf an, also jeden zweiten Tag mal mit so einem angefeuchteten Mikrofasertuch drüber gehen, aber mega. Ja, das ist mein Gaming-Bereich mit meinem Gaming-Stuhl und mein Bild, was ich mir extra für Phasmophobia machen lassen habe, weil ja, Phasmophobia ist doch schon so mein. Wenn man so auf meinen Kanal schaut, mein Lieblingsspiel. Ich habe jetzt mal das Licht angemacht. Hier ist mein PC. Wie ihr seht, der ist so schön. Das Problem haben wir immer noch nicht gelöst, wo er draufsteht, weil es funktioniert eigentlich. Das ist eine Kiste, da sind Dokumente drin, die geschreddert werden müssen. Und all sowas halt. Aber es steht gut drauf, ne? Ja. Und das ist unser Gaming-Schrägstrich-Schlafbereich. Das ist so. Es ist nichts Besonderes. Gut, da oben liegt noch so ein kleiner Ventilator drauf. So, mal kurz angebracht. Das ist so ein kleiner USB-Ventilator, wenn es im Sommer mal ein bisschen zu warm wird. Und ja, was soll ich euch sagen? Das ist unser Gaming-Bereich. Und hier sitze ich immer, wenn ich streame. Den Hintergrund seht ihr ja nicht, weil. Ja, es wird ja ausgeblendet. Das ist der Hintergrund. Normalerweise steht da noch ein Karton mit alten Elektrosachen drin. Hubis altes Mikrofon und sowas. Habe ich aber jetzt fürs Video rausgetan. Weiß keiner. Ja. Was soll ich sagen? Das ist unser Gaming-Bereich. Nichts Atemberaubendes, aber wir finden es mega. Einige würden sagen, das ist viel zu vollgestellt. Ist mir egal. Ich finde es schön, so wie es ist. Ich finde das, bin ja auch ganz ehrlich, gemütlich mit unserem Schlafbereich hier und mit unserer Schranklösung finde ich auch gut, weil einen vernünftigen Kleiderschrank bekommen wir hier so von der Größe nicht rein. Deswegen sieht das ein bisschen unorganisiert aus, auch durch meine Taschen, aber das ist mir eigentlich wurscht, ne? Ich hoffe, eure Neugierde ist befriedigt. Dass ihr unser Arbeitsplatz jetzt mal gesehen habt. Arbeitsplatz. Unseren Gaming-Bereich und ja, diese dicke Sumo-Katze. Ich finde sie so geil. ja. Und ich bin immer noch zufrieden mit dem PC. Also, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr eventuell auch irgendwas von diesem Nerd-Stuff habt. Oder ob ihr Gaming-Bereich und Schlafzimmer zusammen habt und wie ihr dieses Problem gelöst habt. Ich finde, uns ist das eigentlich relativ gut gelungen und ja. Ich hoffe, euch gefällt es. Wie gesagt, wir sitzen hier nebeneinander und wir können es da eigentlich gut mit arrangieren. Uns gefällt das, ja.
Ich habe mich jetzt mal herangesetzt. So sieht es jetzt aus, wenn ich hier dran streame. Hubis PC bleibt aus. Ich mache nur meinen an. Hier ist mein Mikrofon. Das ziehe ich mir dann im optimalsten Fall ein bisschen näher nach hier. Und dann wird eigentlich schon losgestreamt. Hier unten sind meine Kopfhörer. Die werden dann natürlich angezogen. Ja. Und das ist dann Hubis Bereich. Wie gesagt, den PC muss ich jetzt nicht unbedingt anmachen, weil sein Bereich. So, wie eben schon mal gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen hoch da lassen würdet. Wenn ihr ja, Spaß an dem Video hattet, wenn es euch gefallen habt und wie ihr so unseren kleinen Bereich hier findet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Ich bearbeite das Video jetzt direkt und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!